Sie bewerben Kurse und kopieren dafür ganze Passagen aus meinem Buch oder bauen meine Videos in Ihre Webseiten ein. Aber warum? Warum macht niemand diese eine Sache nach? Warum? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit unserem Experiment, was wir vor fast genau einem Jahr begonnen haben und wie dieses Experiment ausgegangen ist. Darum geht es heute hier im Video. Also fast ein Jahr ist es jetzt her, dass wir hier im Kanal ein kleines Experiment gemacht haben. Und zwar die Idee war, dass wir uns einfach drei Märkte heraussuchen. Das war der DAX, das war Erdöl und das war Gold. Das war relativ willkürlich. Und dass wir gesagt haben, was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt einen Strangle jeweils verkaufen würde, das heißt einen Call, einen Put auf ein Jahr Laufzeit, und man würde diese Optionen überhaupt nicht anfassen. Man würde die einfach so laufen lassen. Was kommt da am Ende heraus? Und jetzt ist es soweit. Ein Jahr ist vorbei, die Optionen sind ausgelaufen oder sind gerade dabei auszulaufen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was da rausgekommen ist. Vielleicht noch ganz kurz nochmal zu den Bedingungen, wie es damals war. Wir haben diese Strangles als Delta 10 Optionen jeweils verkauft. Das heißt, oben den Call mit einem Delta 10, unten den Put mit einem Delta 10. Wir haben also überhaupt nicht geschaut, was macht der Preis, macht es nur Sinn, Calls zu verkaufen oder nur Puts. Nein, von vornherein gesagt, so eine Strangle und ebenso roundabout ein Jahr Restlaufzeit für das Ganze. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, und zwar fangen wir mal an hier mit Erdöl. Und da seht ihr jetzt hier auch den Chart eingeblendet. Was ist passiert im Laufe des Jahres, wenn man es jetzt mal von vor einem Jahr zu heute sieht? Naja, im Preis ist gar nicht mal allzu viel passiert. Es ging ein bisschen hoch, es ging ein wenig runter, nahezu unverändert. Und ihr seht es aber natürlich hier, beide Optionen sind wertlos verfallen. Also diese Optionen sind schon ausgelaufen und es war eigentlich auch keine Option in dieser ganzen Zeit so richtig unter Druck. Hätte man also diesen Trade gemacht, das muss ich jetzt dazu sagen, das war eine reine theoretische Überlegung, dann hätte man mit diesem Strangle $1,100 Gewinn erzielt. So, also erster Teil des Experiments positiv beendet, $1,100 Gewinn. Kommen wir zum nächsten, der nächste Markt, da war schon ein bisschen mehr Bewegung drin und das war Gold. Seht auch hier jetzt wieder im Bild eingeblendet. Gold ist insgesamt um 8,5% angestiegen in diesem Jahr oder innerhalb dieser 12 Monate. Die Optionen laufen noch, allerdings auch nicht mehr allzu lang. Und ihr seht auch hier, wir hatten ja den 1565er Call und den 950er Put. Naja, es ist relativ unwahrscheinlich, dass eine der beiden Strikes hier noch angelaufen wird. Dementsprechend besitzen diese Optionen wirklich nur noch einen minimalen Restwert von $10 jeweils. Man kann also davon ausgehen, auch die werden jetzt in den nächsten Tagen oder würden wertlos verfallen. Heißt auch hier, Bingo, Kaching, Geld ist reingekommen. Mit diesem Trade hätte man fast das Doppelte wie beim Erdöl verdient, weil die Optionen teurer waren. $2,420 ist der aktuelle Gewinn. Noch 20 kämen dazu, wenn die Optionen wertlos verfallen werden. So. Und jetzt kommen wir unser letzter Markt, und da war wirklich ein bisschen Bewegung drin und da gibt es auch ein bisschen mehr dazu zu sagen, nämlich, ihr seht es hier im Chart schon, das ist der DAX. Ja, und der DAX, der ist recht gut gelaufen in diesem Jahr. Der ist nämlich auf 12-Monats-Sicht um 23% gestiegen. Die Optionen laufen auch hier noch, die laufen jetzt in den nächsten Tagen jetzt aus, am dritten Freitag im Dezember. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, ist natürlich erstmal ganz klar, der 7600er Put, dass der natürlich wertlos geworden ist, das ist logisch. Ne? Das heißt, mit dem haben wir schon mal Geld verdient. Der 13200er Call, und das ist jetzt spannend, der war ja schon im Geld, ist jetzt wieder aus dem Geld herausgelaufen, weil der DAX ja so ein bisschen zurückkam.
Und jetzt ist eine ganz spannende Sache. Logisch, dass wir mit dem Put Geld verdient haben. Aber guckt euch mal auch hier den Call an. Auch der Call, obwohl es die ganze Zeit gegen uns lief und wir sogar zwischenzeitlich im Geld waren. Klar, da war auch ein bisschen im Minus. Aber mittlerweile ist auch der jetzt im Plus. Ne? Und wie passiert sowas? Wird sich der eine oder andere jetzt fragen. Naja, gibt zwei Dinge. Nummer eins, ganz, ganz klar, Zeitwertverfall. Ne? Also die Optionen hatten ja zu Beginn des Jahres, es waren ja Out-of-the-Money-Optionen, also auch dieser Call, und der bestand reinweg nur aus Zeitwert. Jetzt ist die Zeit vergangen, die 12 Monate sind fast vorbei, der Zeitwert hat sich extrem reduziert und obwohl also diese Option recht nah ans Geld oder zeitweise ja sogar ins Geld gelaufen ist, hat sich natürlich dieser ganze Zeitwert abgebaut. Und was kommt noch dazu? Naja, die Volatilität ist auch nicht gerade gestiegen in diesem Jahr. Ganz im Gegenteil, die ist gefallen und auch das hat nochmal dazu beigetragen. Und deswegen muss man also jetzt mal hier schauen, was ist. In der Realität, muss man jetzt realistischerweise sagen, hätte man den Call natürlich zwischenzeitlich definitiv mal rollen müssen. Das heißt, man hätte hier auf jeden Fall einen zwischenzeitlichen Buchverlust gehabt. Wir haben ja auch von vornherein gesagt, wir machen mal nichts, wir lassen es mal laufen und wir lassen es auch jetzt mal laufen. Ne? Wir schauen also nochmal, es ist quasi jetzt das Fast-Finale. Eine Option fehlt noch, also dieser DAX-Call, und den schauen wir uns dann nach dem Verfall nochmal an, ob er im Geld landet oder ob er nicht im Geld landet. Stand per heute, wir hätten mit diesen Optionen insgesamt $4,500 verdient, und zwar sehr brokerunfreundlich, ne? Unfreundlich. Brokerunfreundlich. Also das heißt, der Broker hätte nichts an uns verdient, weil wir hätten ja nur am Anfang diese 6 Optionen verkauft, also 6-mal Gebühren. Das heißt, dass das Verhältnis Prämie versus Gebühren ist hier sensationell. Die goldene Kundenkarte beim Broker bekommen wir nicht, aber wir hätten Geld verdient. So. Jetzt war das Ganze ja nur ein kleines Experiment, um einfach auch mal zu zeigen, was passiert denn. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten nichtsdestotrotz ein relativ ruhiges Jahr. Ne? Also jetzt war der DAX, das hat man schon gesehen, der am meisten geschwankt hat zwischenzeitlich, aber auch hier war eigentlich nichts Besonderes. Die Aktienmärkte sind relativ stabil gelaufen. Wir hatten im Gold keinerlei große Bewegungen und ehrlich gesagt auch im Öl hatten wir eigentlich keine großen Bewegungen, wenn man das mal mit anderen Jahren vergleicht, und auch die Volatilität hat ja keine allzu großen Sprünge gemacht. Und deswegen ist dieses Experiment auch nicht zu 100% aussagekräftig, weil wenn man das jetzt zusammenfassen würde, könnte man sagen, okay, super, machen wir jetzt auch ab sofort immer. Wir verkaufen einfach Anfang des Jahres langlaufende Calls und Puts und am Ende des Jahres sacken wir unser Geld ein. Wenn alle Jahre so laufen wie dieses Jahr, dann ist das eine super Methode. Sind die Jahre mal ein bisschen volatiler, ist es nicht so eine super Methode, ne? Oder könnte nicht so eine super Methode sein, das wissen wir nicht genau. Und deswegen habe ich mir überlegt, und da seid ihr jetzt gefragt, ob wir dieses Experiment nochmal machen, aber diesmal ein bisschen anders, und zwar, dass wir sagen, lasst es uns doch mal mit Echtgeld machen. Ne? Also ich nehme einfach ein Konto von mir oder mache halt einfach noch ein Konto auf, wir legen mal ein paar Euros drauf und wir machen das mal. Ne? Wir nehmen uns wieder so Standardmärkte her, also vielleicht Aktienmärkte, ruhig auch so ein Edelmetall, ruhig auch Erdöl. Von mir aus kann man auch eine Währung nehmen oder sowas, aber dass man sagen, so 3-4 Märkte, und dann suchen wir am Anfang des Jahres tatsächlich uns einen Strangle heraus, machen das Ganze und schauen mal, was da rauskommt. Und das können wir dann ein bisschen tracken und dann sehen wir dann auch mal, was passiert, wenn hoffentlich die Volatilität mal ein bisschen weiter ansteigt. Also ich denke, ich wäre da bereit, mal ein bisschen eigenes Geld hier zu riskieren, um das einfach auch mal zu demonstrieren, um das mal zu zeigen. Schreibt mal, ob euch das interessiert, wie wir das machen sollten. Habt ihr Ideen dazu, Anregungen? Schreibt mir das in die Kommentare. Und dann können wir das ja im nächsten Jahr mal umsetzen und können dann immer mal darüber berichten, wie das Ganze geht, was wir da machen und wie sich das entwickelt. So. Das war es erstmal für heute. Meine Frage jetzt an euch, also sollen wir das machen? Wenn ja, wie? Und drittens, habt ihr eventuell auch solche Trades gemacht in diesem Jahr? Habt ihr also auch einfach so langlaufende Optionen gehabt, egal ob Puts, Calls, Strangles, wie auch immer? Und wie hat sich das entwickelt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das war es erstmal für heute. Wir sehen uns dann nochmal im nächsten Video und es gibt noch ein Update hier zu diesem Video. Das mache ich auch vielleicht mal in einem anderen Video ganz kurz mit dazu beim DAX. Wie gesagt, schauen wir mal, ob der, ich glaube es ist ein 13.200er Call, ob der bis zum 3. Freitag im Dezember wertlos verfällt, ob aber vielleicht nochmal ins Geld läuft. Ne? Wir werden sehen. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.